Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Wir fahren immer noch 15 Tonnen Kleidung. Von Bergen nach. Wie heißt das Kaff? Corona. Weil die Säcke dort unten sich keine Kleidung leisten können, müssen wir die von Bergen extra unten karren. So, ich bin auf Server 3 jetzt. Ich glaube, wir machen da mal ein bisschen Schaden drauf auf die Kleidung, dass die nicht so saubere Wäsche bekommen. Oder haben wir noch 0%? Ja, herrlich, super. Ey Mann, Frutti Tutti. Außer wir fliegen quer über den Kreisverkehr drüber und landen auf dem Rücken. Das könnte natürlich auch passieren, Wust. Master, bist du auf 3 drauf? Ich bin momentan überhaupt gar kein Online. Ach so. Gut. Alles gut. Geradeaus über den Kreisverkehr drüber, weil es die kürzeste Strecke war, aber 0% Schaden. Und vorne kommt eine Maut. Bist du faul mit jetzt einem normalen Account auf dem 3 drauf oder wie? Nö, ich hatte ja noch einen anderen angefangen mal. Ja. Der hat schon einen eigenen LKW gehabt. Ah, was mit dem, okay. Ja. Hast du jetzt Fahrt? Ich habe ja hier auf dem Level 3er, den ich ja eigentlich sonst im Single bloß spielen wollte, habe ich ja einen eigenen LKW schon drauf. Okay. Ich eben noch nicht. 14 Euro. Das können wir machen. Also der teuerste Mount, den mal jemand bezahlt hat von uns, ist Fauli mit über 200, ne? Ja. Also Fauli, da muss richtig tief in die Tasche greifen irgendwie immer. Und irgendwie sind die Tunnel, also generell alles in Norwegen, sehr sehr modern, oder? Findet ihr nicht? Also mir kommt das so vor, weil so modern ist es nirgendwo. Fauli, guckt euch mal das Autobahndreieck hier an. Guckt es euch an. In Deutschland ist alles gleich. Und hier gibt es so extravagante geile Dinger. Alter Vater. Sorry. Hauptsache wir sind gut rausgekommen. Wir haben einen gerade in die Ecke gedrängt. Er hätte zwar noch viel Platz gehabt, aber er hat leider bisschen Schlangenlinien gefahren ist von die Tunnelwand rein. Der regt sich jetzt bestimmt auf. Weil da stand ein Twitch-Name davor und da hat bestimmt aufgenommen. Finde ich cool. Macht bestimmt ein bisschen Werbung für mich jetzt. Alle, die mir jetzt von Twitch von ihm zugesandt wurden, hallo und herzlich willkommen bei mir. Ich bin besser als er. Alles Spaß natürlich. Alter, wie eng das hier ist. Also solange die Schranke hinter mir auf ist, da kann auch ein zweiter LKW mit Vollkaro durchfahren. Also da entsteht eine unsichtbare Wand, wenn ich durchgefahren bin. Kann natürlich auch passieren. Oder er kriegt die Schranke voll auf den Kopf. Hat er bestimmt ganz viel Schaden und fliegt durch die Kante, durch den Klitsch. Müssen wir mal ausprobieren. Oh, ich hab gerade gedacht, hier vorne ist ein Looping. Mit einem LKW durch den Looping fahren, das hat bestimmt was. Ich meine, das ist hier, ne? LKW-Simulator, nicht Karabahn.
So, ich bin jetzt in Schweden. Den Tempomat ein bisschen hochgestellt. Oh, Philips Gaming spielt auch Truck Simulator 2. Sehr gut. Der hat mir nämlich erzählt, er hätte 19 Millionen auf seinem Konto. Habe ich erst nicht geglaubt. Er hat mir auch noch keinen Beweis geschickt. Aber ich glaube ihn. Ich habe da Vertrauen in ihn. Weil ich glaube, er hat es sich im Laden als CD gekauft. Das ist ja schon vor Jahren rausgekommen. Januar 13 ist das Spiel rausgekommen. Und hat das ein bisschen gespielt. In der großen Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Und hat letztens erst wieder angefangen. Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90. So. Und hat, weil er ein paar Fahrer eingestellt hat, haben die natürlich in den ganzen Jahren verdient. Weil die verdienen offline immer weiter. Auch wenn du nicht im Spiel bist. Was ich übelst geil finde. Das heißt, ich könnte jetzt mit den Account machen hier, also diesen Account, könnt ihr jetzt noch ein bisschen spielen und ganz viele Fahrer einsetzen. Dann könnte ich was für ein Jahr AFK gehen hier, also AFK das Spiel nicht mehr betreten sozusagen, oder den Account nicht mehr mit dem Account spielen, mit den anderen. Und da wäre der ruckzuck Knete drauf. Darf natürlich keine Kredite annehmen, das mindert natürlich den Einfluss. Weil er hat sich dann ein paar Garagen geholt und ganz viele LKWs. Ich habe ihm ein paar empfohlen. Volvo, Iveco und DAF. Renault natürlich auch. Ja, das war eine Sache. Ich muss sagen, er hat auf die Antwort gegeben, auf die ersten Folgen, wo ich gesagt habe, man kann bis Spanien fahren, da gibt's was, das hole ich mir noch. Gesagt, dass es das nicht gibt. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich glaub's, dass es gibt, weil ich hab's gesehen. Es gibt in der Euro Truck Simulator 2 Website, beziehungsweise auch im Trailer auf Steam, Szenen, wo man auf der Karte bis Rom fahren kann und bis Madrid. Deswegen finde ich das nicht unmöglich. Oder sehe ich das jetzt falsch? Hier sind wir 70. Solange kein Blitzer kommt. Gehen wir mal Gas geben. Oder eine Kurve. Oder schauen. Ja, die Fracht hat immer noch null. Sehr gut. Weitermachen. Fernlicht anmachen.
Straße. Schauen Sie mal wieder raus. Und können wieder auf die Tour betreten. Setzen.